Was bisher geschah den Gothic 3? Boah, weg da. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 3. Ja, letztes Mal haben wir hier mit dem lieben Mitchell, der sich hier nicht mehr befindet, die Trolle besiegt. Und diese Trolle waren auch sehr gut, dass wir die besiegt haben, denn hier ist der Tippler. Hast dich wohl verlaufen, was? Wie kommst du darauf? Bist hier ziemlich abseits von den Wegen und wie ein entlaufener Sklave siehst du nicht aus. Ich bin Tippler, ich wohne hier. Was machst du hier draußen? Eigentlich bin ich Jäger, aber die meiste Zeit verwende ich darauf, meine morsche Hütte zu flicken. Wenn's dann doch mal langweilig ist, genieße ich meinen selbstgebrannten Schnaps. Willst du mal kosten? Gib her. Hier, nimm, aber sei vorsichtig. Das Zeug brennt wie ein Snapperfurz. Ich brauche Schnaps. Ich brenne den besten Schnaps der ganzen Gegend. Der brennt dir deinen Verstand raus. Wenn du willst, verkaufe ich dir ein paar Flaschen. Ich brauche Nordmarer Nebelgeist. Oh, ein wahrer Kenner. Ich habe selbst nur noch eine Flasche. Den Rest habe ich verkauft. Kannst du neuen brennen? Natürlich, aber ich habe die Zutaten nicht. Ich bringe dir die Zutaten. Gut, hier ist eine Liste. Wenn du mir alles bringst, was auf der Liste steht, kriegst du meinen Schnaps. Und Maranebelgeist. So, Ende. Inventar, wo ist diese Liste? Was brauchen wir denn? Nee. Stimmt hier irgendwo. Ja. Liste. Liste. Magische Getränke und Nahrung, sonstiges. Ja. Ich hatte in Nordmarnebegeist. Was brauchen wir denn dafür? Schnapsbeere. Zwei Heilpflanzen. Oh, Flaschen fehlen uns. Keine Flaschen? Haben wir denn keine Flaschen? Flaschen? Guter Klang. Und Mara Nebelgeist. Jetzt eine von. Eine Flasche? Tatsächlich, ich habe keine Flaschen. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Noch keine Flaschen. Dann müssen wir mal hingucken. So, ich brauche Fläschchen. Fläschchen, Fläschchen, Fläschchen. Da ist Fläschchen. Ihr wisst, störe mich nicht. Am besten du erledigst das selbst. Und. Oh ne, da haben wir. Ja, irgendwann ist doch. Fangen wir mit Wilson? Oder hier? Wie das auch sagt. Wo ist Wilson denn jetzt? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Zeig mir deine Ware. Du Flaschen? Hier ist ein Ausdauertrank. Kann dir doch egal sein. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem.
Du solltest eine kurze Pause, wird mir gut tun. Junge. Ach, warum habe ich keine Flaschen? Fläschchen habe ich. Und toll. Ist mies. Wenn ich Fläschchen habe, werden die miteinander gezogen. Das Wein, Wasser, Ausdauertrank, Milch, Heiltrank, Malertrank, Verwandlungstrank, Herrn Wolf. Ah, Fläschchen. Drei Stück. Fläschchen, drei Stück. Nee, zwei Stück habe ich. Hier wird mir gezeigt, dass ich 32 in meinem Inventar habe. Okay, ich sag mal gar nichts. So. Der Ork mag doch wohl gerne noch mit mir handeln, oder? Nee. Irgendein Ork handelt doch noch mit mir. Hallo. War das hier da oben? Nee, der handelt nicht. Dann war es der da unten. Muss ich mal in den anderen Schäden gucken, wie in Flaschen. Ich habe für Flint den Schnaps rumgetragen. Nordmarer Nebelgeist. Starker Schnaps. Gut. Gut, dann muss ich tatsächlich nochmal in die anderen Schäden. Wir gehen jetzt erstmal nach Montera. Gucken, ob die Flaschen haben. Hallo. Zeig mir deine Ware. Glas, warum nicht? Wein, Wasser, Schnaps. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Hör bloß auf mit der Scheiße. Man muss eben aufpassen, Antwort. Was man so rum erzählt. Verkaufst du auch deine Ware? Klar, du musst nur danach fragen. Ja, dann zeig mal her. Zeig mir deine Ware. Oh, Flaschen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Da muss man hart durchgreifen. Eine Weltkarte. Ja, am besten du Flasche. Es gibt da immer noch ein anderes Problem. Der letzte Scheiß. Es ist deine Ehre. Du solltest meinen Rat annehmen. Zu hart durchkriegen. Ich weiß, Mann, ich weiß. Ah, komm, ja. So, Klar, warum nicht? Und zurück nach Harvey. Als ob ich nicht schon genug. So, perfekto. Das läuft. Diese Aussage. Der ist südlich von mir, ne? Ist. Da ist noch ein Skeletor. Das Skeletor auch weg. Hier sind schon mal ein paar Pflanzen. Gib her, die sehen gut aus. Gut, gib her deinen Schnaps. Sehr gut. Mit dem Zeug kann ich gleich einen ganzen Kessel Schnaps ansetzen. Also, wir sind im Geschäft. Hier ist dein Schnaps. Okay. Ja, stimmt. Warte mal, wir haben ja einen Stufenaufstieg, ne? Überlegen.
Wir wollen ja... Da musst du mir auch noch verbessern können. Wir brauchen 50 Schmiedekunst. Liebeskunst können wir auch noch ein bisschen verbessern. Also Diebeskunst müssen wir noch machen, weil wir noch relativ viele Truhen, die wir öffnen können später. Deswegen würde ich sagen, gehen wir noch mal einmal nach Monte. Nee, gehen wir die auch. Und lernen ein bisschen Diebeskunst. Und kann dir doch egal sein. Da ist auch direkt dann eine Belia-Statue, wo wir dann direkt so ein bisschen Ausdauer trainieren können. So, wo ist er denn unser? Die da. Das ist nicht unser. Nein, ist doch nicht unser. Ach, da ist Hugo. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Gut. Weiter so. Ich würde das gar nicht beachten. Am besten du hältst dich da raus. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Möglich ist alles. Oh, jetzt sind wir bei 34 Diebeskunst. Ich werde einfach abwarten, wenn jeder egal sein. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Können wir mäßig sogar rausfegen, rausholen. Glaubt der kein Wort. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Oh, Diebeskunst wäre gar nicht mal so schlecht, so ein bisschen. Noch ein bisschen ordentlich Gold machen. Wir sind ja noch lange hier unterwegs. So, dann wollen wir noch hin zur Belia-Statue. Noch ein bisschen Ausdauer holen. Weil unser durch Stufenaufstieg erhöht sich ja nichts bei uns. Gar nichts. Also kein Leben, kein Ausdauer. Deswegen. Belia. Ja, Belia, gewähre mir Ausdauer da. Gewähre mir Ausdauer. Ja, hier, immer. Gut. Nee. So, Inventar. Dann nochmal noch Fahrring. Schnapsbeer. Hab ich keine mehr. Super. Ja, dann lasst uns mal jetzt zweimal Nordmarer Nebelgeist, ne? Ja, komm. Mit denen haben wir ja schon geredet gehabt. Was kann ich hier gewinnen? Jeder Kampf kostet 100 Goldstücke. Wenn du gewinnst... Das ist nicht... Was du deinem Gegner noch was. Besiegst du meinen besten Mann, kann... Verstehe. Ja, wir kämpfen. Ich will kämpfen. Ich schicke dir Goran. Der dürfte genau deine Kragenweite sein. Was muss ich tun? Du gehst in die Arena und wartest auf deinen Gegner. Ich will einen sauberen Zweikampf. Keine Zauberei und keine miesen Tricks. Gehst du zu Boden, hast du verloren. Verlässt du den Ring, hast du verloren. Das ist alles. Viel Glück. Jetzt werden wir sehen. Warum habe ich gerade gespeichert? Die Arena ist wirklich klein.
Jetzt werden wir sehen, wer der Stärkere ist. Komm schon, den schaffst du! Achte auf deine Deckung! Lass dir das nicht bieten! Das gibt's doch gar nicht! Da ist nichts mehr. Da ist nichts zu holen. Ja, weil die Arena so klein ist. Immer auf die Kleinen. Sorry, Goran. Guck mal. 9. Speichern. Zu schwer. Ach, steht jetzt wieder zu schwer, aber manche Charaktere, die rasten ja aus. Goran ist erledigt. Nicht schlecht. Wenn du so weitermachst, wird aus dir noch ein richtiger Gladiator. Hier ist dein Gewinn. Super. Gib mir einen Kampf. Willst den Orks wohl zeigen, was du auf der Pfanne hast? Geh in die Arena. Ich schicke dir Muff, aber sei vorsichtig. Er hat einen mächtigen Bums im rechten Arm. Dann zeig mal, es gibt einen Kampf! Komm schon, den schaffst du! Komm schon, den schaffst du! Das gibt's doch gar nicht! Schwertschild. Da ist nichts zu holen. Apropos Schild. Ist das besser wie meins? Genau dasselbe wie ich. Es ist abgenutzt. Ich habe nochmal noch ein nüftiges Schild, Alter. Ach, mein Kopf. Zu schwer. Nicht mehr. Ich hab schon 100. War Muff alles, was du mir schicken kannst? Schon gut. Vielleicht bist du einfach in der falschen Arena. Wenn du gegen wirklich gute Kämpfer antreten willst, solltest du in die Wüste gehen. Da kann man auch mehr gewinnen. Hier ist dein Gold. Ja, dann ab hier. Ich will kämpfen. Mir gehen langsam die Leute aus. Nur Spike ist noch bereit, gegen dich anzutreten. Er brennt darauf, allen zu zeigen, wer hier der Boss im Ring ist. Wenn er meint? Allerdings kostet dich dieser Kampf 200. Der Sieger kriegt 300. Ich will gegen Spike antreten. Wie du meinst. Es sind deine Knochen. Viel Glück. Speichern. Leute, es gibt einen Kampf! Wehr dich! Die Deckung hoch! Nein! Die Deckung hoch! Hab mich tatsächlich getroffen. Da ist nichts zu holen. Boah, warum habt ihr nur abgeschnitzte Dinger, Alter? Mensch. Okay, da ist nichts. Scheiße, tut das weh. Okay. Nur mit 200 Spike Gold. Ist Geschichte. Tja, du hast sie alle geschlagen. Für dich gibt es hier nichts mehr zu tun. Wenn du weiter Gladiator bleiben willst, musst du wohl weiterziehen. Wo ist mein Gold? Hier. 300 Goldstück. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Gut. Damit haben wir jetzt 146 Stärke, weil wir durch den Kampf viel Stärke gekriegt haben. Da, ja. Laufen relativ gut gerade mit dem Stärkewert hier und mit dem Bogenwert. Ich würde doch gerne in die Burg.
Irgendjemand wurde. Frag mal. Ob die zwei Nordmacher Nebelgeist reichen? Ob ich nicht? Ich glaube, wir brauchen 8. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Er redet nicht mehr mit uns. Nicht schade. Hätte doch Waren, oder? Halt! Keinen Schritt weiter! Hier ist der Nebelgeist. Hier ist der Nebelgeist. Mora, du erstaunst mich. Das war nicht völlig dumm. Geh zu Gnar. Er soll dich in die Burg lassen. Dort sind auch viele durstige Krieger. Nice. Und wieder Level up. Sehr schön. Das läuft. Ja. Dann einmal wissen wir ja, was wir zu tun haben. Ne? Einmal nach Montera. Noch nach Montera und dann geht es nochmal hier mal zur Diebeskunst. Ein bisschen ausbauen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Diebeskunst würde ich, glaube ich, komplett ausbauen. Bis 100. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Einige Probleme erledigt. Kannst du auch Gegner so meucheln ohne Probleme. Und dass das, glaube ich, jemand mitkriegt. Ist gar nicht mal so blöd. Gerade hier in der Welt der. Du erledigst das selbst. So. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ich brauche. Wie ich mich rausreden kann. Wie kann ich mich rausreden? Eine nützliche Sache, falls du mal Ärger mit den Wachen hast. Wichtig ist, dass du überzeugend rüberkommst. Also sprich mit fester Stimme und sieh dem Kerl direkt in die Augen. Dann behauptest du irgendwas. Aber sag bloß nicht, ich kann das erklären. Gut. Am besten du erledigst das selbst. Kann ich jetzt noch lernen? Schwere Schlösser knacken. Bring mir was über. Bring mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Verstehe, du willst an die wirklich wertvollen Sachen. Halte den Dietrich nur mit den Fingerspitzen, dann hast du mehr Gefühl. Am Geräusch kannst du erkennen, ob du den Schließmechanismus in die richtige Richtung drückst. Möglich ist alles, glaubst du? Gut. Hör bloß auf mit der Scheiße. Haben wir das auch schon mal? Das ist ja auch schon mal sehr geil. Das hätte ich dir fast gut reden, glaubst du wirklich? Das gibt doch nicht. Am besten du erledigst das jetzt. So, dann man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Gehen wir mal nach Redock, weil in der Dingshöhle hatten wir noch eine Truhe, die wir nicht öffnen können. Hello Boys, wie geht's euch? Lang nicht gesehen. Geht's euch gut, ja? Dem gefällt mir das Ganze gar nicht. Ich weiß, Mann, ich weiß. Am besten du erledigst das selbst. Obwohl wir schon mit 136 Ausdauer geht die Ausdauer noch relativ schnell runter. Die habe ich. Aber hier war noch eine schwere Truhe. Gut. Also. So. Gut. Ah. Ja, es wird halt groß geführt. Oh, Flammenschwert rufen. Da ist nichts mehr zu holen.
Benötigt altes Wissen. Flammenschwert. Okay, Wandlungsmagie, Goblin-Mischung. Wie sie sich hier langt und dauert die Kontrolle sein, wird ihm folgen und im Kampf zähmen und dann Telekinese. Benötigt das, das kann ich alles lernen, weil ich so, ich hab 100. Wir haben alles Wissen 100. Also wir können uns das, wir könnten uns das Flammenschwert holen. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Vergessen. Wutrausch. Schrecken. Nebel. Blitzschlag. Giften. Oh, das Flammenschwert, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ja. Damit kann ich leben. Genau, wir haben ja hier. Gehen wir mal nach Ardea, oder? Wollen wir nach. Da mal wieder vorbeigucken. Und wir sollen mal ein bisschen leben. Ich glaub dir kein Wort. Ich hab damit kein Problem. Und was, wenn das so einfach wäre? Ich würde das gar nicht beachten. Hör bloß Enos. Auf. Enos! Ist schon schlimm genug, wie es ist. Gib mir Lebenskraft. Gewähre mir Lebenskraft. Am besten hältst du dich daraus. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich werde einfach abwarten. So. Kann dir doch egal sein. Kann ich wieder zurück zu Farin. Ich würde das. Was sagen, wo ist der Ork denn? Ich habe in der Arena gekämpft. Das respektiere ich. Wie sieht's mit deiner Zustimmung aus? Wegen mir kannst du in die Burg. Sprich mit Gnar. Er lässt dich rein. Wir haben es geschafft. Wir dürfen in die Burg. Auch noch Holzfälle, ne? Scheiße. Holzfälle für Gnar. Der braucht ja noch 13 Stück, ey. Müssen wir Wölfe jagen gehen. Was für dunkel. Also lass uns erstmal eine Runde schlafen. Wie lange haben wir denn noch? Wir können noch ein paar Minuten haben. Schlafen tue ich woanders. Hier. Scheißegal, welches Bett ich hier nehme. Am nächsten Morgen schlafen, bitte. Dann geh. So. Das läuft ja. So, jetzt haben wir auch das Rausreden gelernt. Wir haben Gericht Schlösser knacken gelernt. Also jede Truhe, die wir irgendwie mal nicht geöffnet können, könnten wir jetzt eigentlich so locker mal öffnen. Da hat er sich noch eine Spitzhacke. Interessant. Gucken wir nochmal nach Waage oder Wölfe hier in der Nähe. Müssen wir noch 30 Stück von töten. Oder ich kaufe die ganzen Wolfsfälle zurück, die ich verkauft habe. Nein. So, wo bist du denn? Ja. So, Wolfsfälle halten. Das war einer.
Hier ist sogar noch eine Truhe. Es lauern sogar beide darum. Dass ich hier. Ja. Oh. Passmanager wollte ich jetzt nicht öffnen. Speichern mal vorher. Ja? Weil die beiden will ich wohl noch gerne haben. Sehr schön. Metallruhe. Schlösser öffnen. Und Fläschchen, sehr schön. Nehmen wir alles mit. Gut. Gut. Ja. Wir brauchen Wolfsfälle. 3 Stück haben wir noch, brauchen noch 10. Oh, da ist Haar hier, Mein Ding gebombt. Vanguard unter der Kuppel. So. Hallo. Wo kommst du denn weg? Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Hatte ich ja Glück, dass du keine Anstalten gemacht hast gerade. Alter Schwede. Okay, also meine Freunde, da haben wir noch ordentlich Wölfe vor uns. Oder Wagen, besser gesagt. Das ist sehr schön. Und ja. Ich werde die Folge jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung. Würde ich mich sehr darüber freuen. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Wagen- und Wolfsjagd. Weil wir kriegen von Wagen und Wölfen ja nur die Wolfsfälle. Und wir brauchen ja noch 30 Stück. Na gut. Jetzt brauchen wir nur noch 8. 8 Wolfsfälle brauchen wir noch. Und ja, meine Freunde. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder mit ein. Und jetzt, meine Freunde, könnt ihr rechts von mir noch die Playlist euch anschauen von Gothic 3 und da dort drüber natürlich Impact, The Age of Empires 2, die Divinity Edition. Und ja, meine Freunde, ich verabschiede mich jetzt von euch und sage Tschüttele, haut rein, ich bin der Dann.